Ja, hallo zurück. Ein weiteres Gedankenkarussell. Wer bin ich? Wer bin ich? Das ist eine Frage, mit der plage ich mich schon seit ich denken kann. Man könnte meinen, das läge auf der Hand, denn schließlich bin ich mir selbst doch wohl bekannt, oder nicht? Ich muss mich nicht definieren, nicht labeln, muss es niemandem recht machen, nur mir selbst. Und ich mache es mir seit jeher schwer. Warum? Menschen nehmen mich so, wie ich bin. Manche mögen mich, manche sogar sehr, doch in mir bleibt es leer und still. Sie sagen dann sowas wie, ich liebe deinen Humor oder du kannst so gut mit Menschen umgehen, du bist so offen, freundlich, interessant, wie bekommst du das so hin? Für andere ist es ein leichtes, mich zu definieren, in Schubladen zu packen. Sie denken dann, sie kennen mich, wüssten, wer ich bin, doch das bezweifle ich, denn wie soll das gehen? Sie sehen mich, aber ich nicht. Um zu verstehen, wer ich bin, müsste ich nochmal von Null anfangen, diesmal schreibe ich mit. Doch setze alles auf Werkeinstellung zurück und schaue, was passiert. Werde ich dann schlauer sein als jetzt und kann ich dann vielleicht kontrollieren, wie ich werde? Gerne würde ich das probieren. Am besten fange ich gleich an, neu anzufangen und dann kenne ich mich besser als je zuvor, kann die Frage beantworten und Ruhe ist in meinem Kopf. Nein, unmöglich. Beschreibe dich in 3 Worten. Mein erster Instinkt, nur 3, aber am Ende fällt mir kein einziges ein. Wer bin ich? Fangen wir mit dem Offensichtlichen an. Ich bin ein Mensch, ein Lebewesen. Ich kann denken und ich denke sehr viel über Gott und die Welt, über den Sinn des Lebens und weswegen Fische Schuppen tragen. Und wenn wir sie haben, hören wir nicht auf zu klagen. Okay, das war komisch, keine Ahnung, woher das kam. Aber es lässt sich wohl sagen, Denken ist ein Prozess. Ich stelle fest, dass ich zu vielen Themen eine Meinung habe und diese sage. Ich stelle fest, dass ich alleine leben und für mich sorgen kann. Shoutout an Mom. Ach, und soziale Kontakte knüpfen ist leichter als gedacht. Also kein Stress, hab Vertrauen, ich gebe auf mich Acht. Das alles kam so mit der Zeit und je länger ich darüber nachdenke, was ich schon erfahren habe, desto weiter lenke ich in eine Richtung, die ich mag. Das Ziel? Noch ungewiss. Im Nebel sozusagen. Doch was würde es bringen, das Ende zu kennen, stetig auf den Schluss zu rennen und keine Freiheit für mich als Person? Wer sagt denn schon, was richtig ist und falsch, vor allem für mich selbst? Wer das wagt, hat wohl entweder zu wenig oder zu viel eigene Probleme. Ich nehme mich ernst. Alles in allem reicht es doch, mir selbst zu gefallen. Oh, Egoismus, aber denk mal drüber nach. Denken alle an sich, dann ist an alle gedacht. Natürlich funktioniert's so nicht. Schade eigentlich, denn die Gabe, sich selbst zu lieben und leben zu lassen, ist weniger verbreitet, als sich selbst zu hassen. Hier ein Aufruf an dich und alle hier. Stehe zu dir. Zu deinen Macken und Mängeln, du bist toll, wie du bist, aber bleib bloß nicht so. Entwickle dich weiter, lerne, entdecke, werde innerlich groß und schau mal, was Leben für dich ist. Wer also bin ich? Ich bin ich. In diesem Moment. The End.